Als nächste Rednerin spricht Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Entschuldigung, Sabine Leidig für die Fraktion Die Linke. Sollte sie nicht übergehen. Gut. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Miersch, es wäre toll, wenn dieser Klimavertrag wirklich soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammenbringen würde, wie Sie es jetzt gerade ein bisschen euphorisch dargestellt haben. Aber die weltweite Klimagerechtigkeitsbewegung, das sind viele soziale Bewegungen aus aller Welt, schätzen das Ergebnis dieser Verhandlungen ganz anders ein. Und sie sagen mit Recht, es ist, gibt überhaupt keinen Grund zu feiern. Denn das, was hier als Erfolg gepriesen wird, ist in Wirklichkeit sehr, sehr fragil. Es gibt keine verbindlichen Regelungen. Es gibt überhaupt keine Verabredung über Sanktionen, wenn die Klimaschutzziele nicht eingehalten werden, die ohnehin die angemeldeten von den Ländern weit über dem sind, was man bräuchte, unter dem sind, was man bräuchte, um auf 1,5 Grad zu reduzieren. Und es besteht die große Gefahr, dass mit dem Setzen auf marktwirtschaftliche Instrumente und Technologien neue Ungerechtigkeiten erzeugt werden. Ich will das an einem Beispiel machen. Ich nehme mal eine Passage aus diesen Klimaverträgen. Dort wird davon gesprochen, dass in der zweiten Jahrhunderthälfte, das ist sehr vage, das kann auch 2099 sein, ein Gleichgewicht zwischen Emissionsausstoß und Emissionsbindung erreicht werden soll. Und es bleibt völlig offen und unkonkret, ob das bedeutet einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Im Gegenteil, es ist durchaus denkbar und wahrscheinlich, dass am einen Ende der Welt weiterhin Öl verbrannt wird und Kohle und auch am anderen Ende der Welt CO2 gespeichert wird, in Wäldern, in Böden, in gentechnisch manipulierten Pflanzen oder mit anderen riskanten Technologien, an denen eifrig geforscht wird. Und das heißt, dass die Länder, die solche Technologien einsetzen können und in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen, weiterhin Öl und Kohle verbrennen, während Länder im globalen Süden, so ist es normalerweise, wo die Wälder zertifiziert werden von transnationalen Konsortien, ihre Bevölkerung unter Druck setzen, vertreiben, dort, wo große Staudämme gebaut werden, um regenerative Energie zu gewinnen, werden ganze Dörfer, ganze Landstriche unbewohnbar gemacht. Die armen Leute, die dort leben, die dort heute leben, werden vertrieben. Das ist ein Mechanismus, der in diesem Klimavertrag drinsteckt und den viele soziale Bewegungen dieser Welt mit großer Sorge sehen. Das Zweite ist, dass um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, über 80% der fossilen Energieträger, Öl- und Kohlereserven, in der Erde bleiben müssten. Dieses gigantische Volumen entspricht einem Kapitalwert von 35.000 Milliarden Dollar. Und natürlich, da braucht man sich doch nichts vormachen, gibt es gigantische Verwertungsinteressen. Die Konzerne dieser Welt lassen sich doch ein solches Geschäft nicht entgehen. Und umso notwendiger ist es, dass die Regierungen dafür sorgen, dass die Politik eben nicht den Verwertungsinteressen entsprechend organisiert wird, sondern, nee, das haben sie nicht erreicht, es ist alles völlig offen. Es gibt überhaupt keine konkrete Festlegung über die fossilen Rohstoffe. Es gibt überhaupt keine Festlegung über die Verringerung von transnationalen Handelsströmen zum Beispiel, obwohl der transnationale Handel ein Viertel aller CO2-Emissionen ausmacht. Und die Europäische Union organisiert über das Bestehende hinaus im Moment an verschiedenen Stellen mit TTIP, mit CETA Handelsabkommen, die dafür sorgen, dass es noch mehr internationale Handelsströme und damit verbunden noch mehr CO2-Ausstoß gibt, anstatt konkrete politische Konzepte zu entwickeln, wie man regionale Wirtschaftskreisläufe fördert, wie man dafür sorgen kann, dass nicht irrsinnig viel um den halben Globus transportiert wird, wie man dafür sorgen kann, dass nicht weiter Öl verbrannt wird und nicht Rohstoffe, Ersatzrohstoffe organisiert werden, die dann
den Menschen im globalen Süden die Lebensmittel streitig machen, den Lebensraum streitig machen und so weiter. Kurz, dieses Abkommen gibt keine Antwort darauf, wie unsere sozialen Verhältnisse verändert werden müssen, um die globalen ökologischen Ziele zu erreichen. Und das ist die große Schwäche. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein, die uns auch in den nächsten Jahren, in wenigen Jahren beschäftigen muss, wie wir mit weniger Ressourcenverbrauch, mit weniger Wachstum, mit weniger Kapitalverwertung trotzdem gutes Leben für alle Menschen organisieren können. Jetzt hat aber als nächste Rednerin Dr. Anja Weisgerber von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.